Der Weiher im Lindenhof ist der Rest eines eiszeitlichen Pfuhls. Ab Dezember 1918 entstand hier die Gartenstadtsiedlung Lindenhof, die Martin Wagner als Stadtbaurat der noch selbstständigen Stadt Schöneberg entworfen hatte. Bruno Taut und der Gartenarchitekt Leberecht Migge trugen bei zum Konzept für Wohnraum zu günstigen Konditionen und die Möglichkeit zur Selbstversorgung im eigenen Garten. 1921 zur Genossenschaft umgewandelt, galt der Lindenhof als Pioniersiedlung der 20er Jahre und Ort gelebter Demokratie. Ab 1943 wurde der Lindenhof im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zu über 60% zerstört. Von 5 prägenden Torhäusern blieben 2 übrig. In wenigen erhaltenen Häusern wurden Notwohnungen in Teilen der Dächer gebaut. Wieder aufgebaute Häuser erhielten ein komplettes Dachgeschoss. Ab 1950 wurde auch neu gebaut, 3- bis 4-geschossige Flachdachhäuser. Spiel- und Grünflächen wurden angelegt, die Hausgärten gingen verloren. Wo einst Torhäuser standen, blieben Lücken. Zustand 2009. Die einfach ausgebauten Dachgeschosse waren mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu sanieren. Nichts erinnert mehr an die Nutzergärten der ersten Jahre. Die Reglinstraße 26 ist der letzte Abschnitt des historischen Lindenhofs, der ab 2007 saniert wurde. Die maroden Dächer wurden abgerissen. In neuen Dächern wurde mehr Raum für neue Wohnungen geschaffen. Richtfest für 9 Dachgeschosswohnungen an der Reglinstraße. Sind die neuen Wohnungen längst bezogen, aber noch gibt es Überbleibsel der Siedlungsorganisation der Nachkriegszeit, fest gebaut oder als dominierende Nutzungen. Heute scheinen sie aus der Zeit gefallen. Wie ein Versprechen auf eine neue Gartenstadt erscheinen die Balkonaustritte, die noch versperrt sind. Im Mai 2016 sind die Pläne gereift, endlich das Torhaus wieder an alter Stelle entstehen zu lassen. Sie werden mit den Genossenschaftsmitgliedern diskutiert. Einige protestieren. Im Lindenhof sei genug gebaut worden. Sie wollen endlich Ruhe. 10 Wohnungen auf einem eigenen Grundstück könnten entstehen. Außerdem werde auch die Lindenhof-Grundschule erneuert. Das Vorhaben ist komplexer als ein einfacher Neubau, denn es muss eine neue Infrastruktur verlegt werden, die mit den Bestandsbauten harmoniert. Daneben entstehen Müllhäuser und Fahrradgaragen. Endlich im Juni 2018 beginnen die Ausschachtungsarbeiten für das Torhaus, wo einst die Garagen standen. Bis zuletzt war mit dem Land Berlin über wenige Quadratmeter verhandelt worden, die zum Grundstück der Schule gehörten. Die erstrahlt bereits in neuem Glanz. Auf dem Pausenhof warten neue Spielgeräte auf die Kinder. Mit dem Torhaus wird hier die ursprüngliche räumliche Situation der Gartenstadt neu entstehen. Auf den Grünflächen werden Hausgärten markiert. Nach den Sommerferien können die Kinder auf dem Pausenhof jeden Tag beobachten, wie das Torhaus wächst. Dabei werden langlebige Baumaterialien verwendet, die vor Kälte, Hitze und Schall schützen und für ein gesundes Wohnklima sorgen werden. Das Torhaus entsteht exakt auf dem alten Grundriss. Die Durchfahrt bleibt eng. Im Oktober ist auch das erste Geschoss fertig und es werden die Böden für das Dachgeschoss gegossen. Für die Schulkinder ist die Baustelle bereits Alltag. Jetzt zeigen auch die Arbeiten an den Hausgärten erste Ergebnisse.
Die Treppen für die Bewohner im Erdgeschoss werden gebaut. Die Gerüste, aus denen die Gartenhäuschen entstehen werden. Und der Weg zwischen den Häuschen wird planiert. Wände aus Lärchenholz verkleiden die Gartenhäuschen im Februar 2019. Apfelbäume wurden gepflanzt, Beete werden abgegrenzt, Sträucher gesetzt, Wege angelegt. Auf dem Torhaus wird jetzt der Dachstuhl gebaut. Zimmermänner in ihrer Kluft nehmen Maß von den Plänen der Architekten. Und wieder wächst das Torhaus jeden Tag. Die Galerien der Dachgeschosswohnungen im Entstehen. Dem originalen Grundriss geschuldet, ein Knick in der Fassade. Mit aufgesetzten Winkeln gleichen die Zimmerleute die Unregelmäßigkeit aus. Schule ist aus. Verschnaufpause im Dachstuhl. Blick in den Rohbau und von hier auf die Reglinstraße, wo vor dem ersten Torhaus auch gebaut wird. Chinesenhäuschen, so waren die Zugänge zu Martin Wagners Reihenhäusern genannt worden. Im April sind sie fast fertig, während auf dem neuen Torhaus das Dach gedeckt wird. Auch die Fenster sind schon eingebaut. Künftige Qualitäten im Treppenhaus werden sichtbar. In einer Wohnung wird schon Parkett verlegt. Erst der Gartenzaun macht den eigentlichen Unterschied zur Grünanlage. Auch die Gartenhäuschen sind gesichert, beleuchtet und leiten den Regen ab. Damit sich ein gleichmäßiges Bild von Anfang an ergibt, wird Rollrasen verlegt. Die erste Gartensaison soll nicht im Matsch beginnen. Im Spätherbst sind die Wohnungen im Torhaus fast fertig. Kurze Besichtigung, hochwertiges Eichenparkett. Über die Treppe gelangt man zur Galerieebene. Ein Muster, das Standard in neuen Bädern im Lindenhof ist. Die Galerie wird für viele der Ort für das Homeoffice werden. Erster Einzug ins neue Torhaus eine Woche vor Weihnachten. Sie ist glücklich, endlich hier angekommen zu sein, sagt Nina Schönfeld. Absolut, also ich finde es super modern. Also allein die großen Fenster und wenn man hier reinkommt, super neu alles. Das ist schon echt fantastisch, dass man daran wohnen darf. Und was reizte Sie am Dachgeschoss? Dann sehen Sie selbst, die Fenster sind so riesig, ich kann den gesamten Lindenhof überblicken, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite. Musste sie lange auf die Wohnung warten? Also ich habe jetzt 2 Jahre gewartet, genau. Und man wartet halt auf das Objekt, was am besten zu einem passt. Und interessiert Sie auch die Gartenarbeit? An dem Garten? Am Gärtnern, haben Sie das? Nee, noch nicht, aber kommt bestimmt noch. Der Sommer 2020 brachte überzeugende Gründe für die Hausgärten, die auch westlich des Torhauses angelegt worden waren. Die Chinesenhäuschen zeigen jetzt den Charakter der ursprünglichen Gartenstadt, die jetzt noch mehr Früchte trägt. Genossenschaftsvorstand Norbert Reinelt hat über viele Jahre konsequent für eine denkmalgerechte und zugleich zeitgemäße Sanierung der Häuser im Lindenhof gearbeitet. Ich denke, das, was wir jetzt hier noch über 15 Jahren Bauzeit mit leichten Unterbrechungen herbekommen haben, ist nicht ein Denkmal bauen, sondern ein Denkmal fortentwickeln. Und man kann das ganz gut sehen, vor allen Dingen in den Dächern.
die natürlich nicht mehr so aussehen wie die Dächer Martin Wagner, sondern die nunmehr mit einer durchgehenden Bebauung mit inzwischen 50 Galeriewohnungen anders gestaltet wurden, die aber eine Verbindung herstellen zwischen der historischen Bausubstanz, wie wir sie aus den alten Fotos kennen, und den Wiederaufbauten nach dem Krieg mit den Notwohnungen, die wir abgerissen haben. Noch die Gärten haben wir dort, wo es möglich war, wieder hergerichtet, weil wir glauben, dass der Lindenhof auch nach dem Krieg noch Gartenstadt ist und weil wir sicher sind, dass ein Garten, der einer Wohnung direkt zugeordnet ist, ein enormes Maß an Wohn- und Lebensqualität bietet. Es war uns auch aus einem anderen Grund wichtig, dieses Gebäude wieder zu errichten, denn damit entsteht wieder die Hofsituation, die Martin Wagner seinerzeit angedacht hat. Wir stehen hier eigentlich in einer sehr wichtigen Achse, die sich auf das Schulgebäude hin orientiert, das damals schon stand. Das heutige Schulgebäude stand schon vor dem Lindenhof und war damals ein städtisches Obdach. Und Leberecht Micke und Martin Wagner haben sich nach dem, was sie hier vorgefunden haben, orientiert. Und wir haben diese Achse jetzt wieder aktiviert, den Weg, der verlegt war in den 50er Jahren, wieder in die Achse gestellt und die Gärten wieder erarbeitet. Ja, und dieses neue Gebäude ist außen auf dem Grundriss errichtet worden, aber innen sind natürlich 10 hochwertige und modern ausgestattete Wohnungen entstanden. Durch ein neues, altes Torhaus werden Perspektiven dieser außergewöhnlichen Gartenstadt nach 100 Jahren wieder erlebbar. Und daher haben wir versucht, das Fotodokument von 1920 an derselben Stelle mit Bewohnern des Lindenhofs von 2020 noch einmal aufzunehmen.